Drei Jahre darauf war die Sturmflut der Revolution noch gewaltig gestiegen. Die Stadt Saarlouis, ein paar Meilen von der Abtei entfernt, hieß jetzt Saarlieber, das heißt Saarfrei. Zum Zeichen dessen aber, dass die Freiheit ihr blühte, hatte sie ihr Revolutionskomitee, wie alle Städte. Und die Bürger zitterten vor ihm. Die Mönche zitterten nicht. Der Ort, an dem sie lebten, hatte in all den Jahrhunderten so viel Schweres so würdig getragen, dass man nicht wohl zu ihm gehören konnte, ohne von der Ruhe angehaucht zu werden. Es war in der alten Zeit außer der Heiligkeit auch viel Sünde und Schuld hier daheim gewesen. Aber da es jetzt mit der alten Zeit zu Ende ging, zeigten sich die Mönche der Stunde würdig. Sie zitterten nicht vor dem, was da kommen wollte, legten ihr Geschick und das des Klosters in Gottes Hand. Aber sie streckten auch nicht die Köpfe in den Sand. Sie sahen, was sich an Gewittern über ihnen zusammenbraute, und wenn sie in diesen Wochen durch die uralten Räume der Abtei schritten, wenn sie in ihrer schönen neuen Kirche knieten und beteten, wenn sie sich in den Gärten ergingen oder die Angeln in einen der Fischweiher hineinhangen ließen, dann überkam sie immer wieder das Gefühl einer großen Wehmut. Und wenn sie den Knechten begegneten oder den Pächtern, deren Sitten seit unvordenklicher Zeit auf diesem Land saßen, dann sprachen sie wohl auch mit ihnen darüber, dass nun alles anders würde, dass aber niemand noch wissen könne, was werde. Und wenn sie so miteinander sprachen, dann waren es nicht Herren und Knechte, sondern Genossen des gleichen Lebens, der gleichen Vergangenheit und vielleicht auch der gleichen Zukunft. In den ersten Herbsttagen dieses Jahres war Leonard, das ist unser Matkas am Westinner, mit den Kühen seines Vaters in den großen Wiesen an der Saar. Es war keine schlimme Arbeit, sie zu hüten. Dass sie keine Herbstzeitlosen zu fassen hatten, das wussten sie selber. Und wenn einmal eine auf den kühlen oder dummen Einfall kam, durch die Saar zu schwimmen, so war das fast immer rechtzeitig wahrzunehmen und zu verhüten. So konnte man sich seinen Gedanken und Träumen hingeben, konnte Feuer entfachen und Pilze daran braten, auch etwa eine Schleie, die man verbotenerweise aus der Saar gezogen hatte, oder Froschschenkel, die man dem mit einem Stein getöteten grünen Quakern abgeschnitten hatte, die man dann zum Braten enthäuten und an Stäbchen aufreihen musste. Wenn sie gar waren, schmeckten sie so gut, wie zarte Kalbsbrätlein schmeckten sie, sagten zumindest diejenigen, die es oft erprobt hatten. Oder man konnte am Rand des Waldes, der die